Finale, Freunde. Seht ihr es kommen? Ich sehe es kommen. Von Let's Play Amnesia The Dark Descent. Der letzte finale Part ist soeben angebrochen. Wir begeben uns auf in den Altarraum. Der Weg ist nun frei. Wir können ab ins innere Heiligtum. Irgendwas passiert, ist mir völlig egal. Inneres Heiligtum. Die Ansicht ihres leblosen Körpers lähmte seine Psyche. Er versuchte, sich abzuwenden und zu gehen, doch er konnte es nicht. Stattdessen fiel er auf seine Knie und bat sie um Vergebung. Vermutlich das kleine Mädchen, das er im letzten Part noch verfolgt hat. Oh Mann. Puh, okay, Spannung. Ich trinke mal noch ein Schlückchen. Ach so, ich fühle mich gerüstet, ja auch. Dann ab ins innere Heiligtum. Hier bricht alles zusammen, hat man das Gefühl. Wow, der verdammte Schatten ist uns wieder auf den Fersen, oder was? Sehe ich das richtig? Hä? Okay, was gibt's hier? Aua. Ach, so eine Art Blutopfer? Wahrscheinlich. 20. August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. Now, I merely await my death. I'm too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I'm as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Ach, hör auf zu heulen. Oh, was ist jetzt passiert? Irgendwas Gutes, hoffe ich. Ist er nochmal da? Nee, ich nehme an. Okay, da ist schon unser Blut drin. Okay. Die Tür ist geschlossen, das heißt, der Schatten ist ausgesperrt. Dasselbe nochmal. Ja, sieht fast so aus. Also nochmal mit der Hand schön in den Don hier reinrammen. Und auf das Symbol stellen. Wow. Wie geht's uns? Nicht so gut. Die Blutopfer sind erbracht. Ich möchte jetzt ganz gern meinem Endboss Alexander Brennenburg gegenübertreten. Ich würde sagen, wir werden ihn töten, oder? Ja, ist in Ordnung. Schmeißen wir uns nochmal ein Laudanum rein, bevor wir in... Das hoffentlich... Ja, das sieht mir ziemlich wie das Finale aus. Das sieht mir aus wie das Finale, Freunde. Kugelkammer. Oh oh. Wenn Alexander nicht gewesen wäre, wäre er jetzt noch unschuldig. Und würde genauso unschuldig sterben. Tja, aber das ist nun mal nicht mehr rückgängig zu machen. Also finde dich bitte mit deinem Schicksal ab, okay? Oh Mann. I was wondering if you were going to show up. Ach, hallo Alexander. I convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Ja. Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Wow. Was ist los? Ja, Agrippa hat gesagt, ich soll warten, bis das Portal geöffnet ist. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal noch nichts. Können wir denn hier? Hier können wir wahrscheinlich nicht. Aua, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich warte jetzt einfach mal auf, was passiert, wenn ich gar nichts tue. Ich habe schon gesehen, man kann die Säulen hier umkippen. Aber ich warte einfach mal ein bisschen. Wir haben doch Geduld. Ich bin mal gespannt, was passiert. Agrippa möchte durch das Tor. Und noch ist hier kein Tor offen. Ja, fass halt nochmal in die Flamme, du Idiot.
Können wir dich vielleicht mit irgendwas bewerfen? Haben wir was dabei? Da, komm, friss das. Ja, das Portal ist noch nicht geöffnet. Dann mach mal hin. Tu mal irgendwas. Oder muss ich hier irgendwas tun? Kann man noch was anderes machen? Moment. Kann ich mit dem hier vielleicht auf die Teile hier einhacken? Na, komm. Was los, Alexander? Mach irgendwas. Was ist denn das für ein Endbosskampf? Das ist ein bisschen langweilig, oder nicht? Oh, er bewegt sich. Ich will das eigentlich nicht umschmeißen, weil kann man das Tor nicht mehr öffnen. Er kann noch nicht rein. Oh ja. Dann rein da. Okay, es wird sich sehr bald öffnen. Noch nicht anscheinend. Ah, dann können wir die jetzt wahrscheinlich umschmeißen, ohne dass was passiert, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir einfach abwarten. So, jetzt aber. Komm, Agrippa. Wieso? Haha. Ey. Das ist unfair. So, Ende oder tot? Anscheinend nicht tot. Ich kann mich bewegen. Okay, bewege ich mich mal auf das Licht zu. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Ja. Was geht? Was ist das hier? Don't worry, Daniel. It will be all right. Sehr schön. Wehe, hier kommen jetzt Credits. Das war das Ende? Naja, ich meine, gut, wir haben Agrippa gerettet und Alexander getötet. Also eigentlich ist jetzt alles gut. Oh Mann, Freunde. An dieser Stelle zuerst mal einen ganz, ganz dicken Dank an euch da draußen, an meine Zuschauer, die ihr mich hier begleitet habt durch dieses sehr epische, größtenteils wirklich gruselige, aber auch echt spannende und wirklich sensationell inszenierte Abenteuer mit Daniel. Ja, ich meine, von der Story her, viel dichter hätten sie das nicht machen können. Also die Story hat mir echt sehr gut gefallen. Das mit den Manuskriptzeiten zwischendurch immer mal wieder, dass man manches selbst durchlesen musste, war absolut kein Problem für mich. Ich mache das gerne für euch. Außerdem verinnert man den Text so auch besser, wenn man ihn laut liest. Was mit Daniel jetzt geschehen ist, weiß man nicht so recht, aber soweit ich das gehört habe, es scheint wohl ein Amnesia 2 in Planung zu sein. Würde mich interessieren, ob man da nochmal einen Daniel findet, alias Richard Topping, wie wir hier gerade lesen konnten. Mein Fazit zum Spiel, ich empfehle es echt jedem von euch. Also wer nichts mit Grusel am Hut hat, sollte es sich nicht holen, weil, ja, es ist schon an manchen Stellen ist es echt gruselig, wenn dann diese blöden Monster auf dem Fersen sind. Ich persönlich habe keine Angst vor solchen Spielen, also mir hat das jetzt nichts ausgemacht. Natürlich ist es gruselig und man bekommt ab und zu mal einen Schrecken oder auch mal einen etwas größeren Schreck. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich dieses Spiel in irgendeiner Weise psychisch fertig gemacht hätte. Also da braucht ein Spiel schon einiges mehr. Aber es hat es schon auf dem Kasten, muss man sagen. Was mir gefallen hat, waren die Rätsel. Sie waren nicht zu schwer, aber sie waren auch nicht ganz anspruchslos. Also man musste schon echt immer überlegen. Ich glaube, 2, 3 Rätselchen kannte ich noch, weil wie gesagt, ich habe mir vor ungefähr einem Jahr mal ein Let's Play angeguckt. Aber der Typ konnte es echt nicht richtig. Also ich weiß nicht, ob ich es überhaupt zu Ende geschaut habe. So ein, zwei Sachen konnte ich noch. Das mit dem Agrippa vorhin,
also im letzten Part, dass ich dann nachgeschaut habe, tut mir nicht unbedingt leid, weil ich wollte den unbedingt mitnehmen. Wir haben Agrippa ins Portal geschmissen, das ist gut so. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr dank dieses LPs euch entschlossen habt, mich zu abonnieren. Lasst bitte Kommentare da und Daumen hoch für dieses sensationelle Finale. Ich drücke mal auf Enter oder auf Leertaste, ob hier irgendwas passiert. Ah, wie es ausschaut, kehren wir wahrscheinlich einfach nur zurück ins Hauptmenü. Exakt. Was passiert denn, wenn wir jetzt weiterspielen? Keine Ahnung. Okay, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen, dass ihr mir bei diesem Let's Play bis zum Ende gefolgt seid. Und seid bitte auch bei meinem nächsten Projekt wieder dabei. Ich bin's, euer Mr. Let's Walkthrough und wir sehen uns. Tüdelü.